Leute, ich grüße euch. Heute erkläre ich euch die Leuchtenserie Luna von der Firma Hofnagelleuchten. Wie ihr seht, habe ich hier im Prinzip schon mal die Komponenten, die der Linke, die ich dafür brauche. Das ist einmal der äußere Rahmen. Den gibt es natürlich in zig verschiedene Variationen und Farben. Wenn ihr hier mal irgendwie ein Muster oder Hilfe bei der Planung braucht, ruft uns einfach kurz an. Und hier im Prinzip der innere Aufbau einer Luna-Leuchte. Was erstmal grundsätzlich zu erwähnen ist, oder was die Unterschiede sind, es gibt ja einmal die Luna-Serie und die Luna-X-Serie. Bei der Luna-Serie funktioniert das Ganze folgendermaßen: Ihr schaltet euren Wandschalter ein, die Leuchte leuchtet 100%, dann gibt ein kurzer Ab-An-Befehl an eurem Wandschalter und dann dimmt sich die Leuchte langsam runter. Da, wo ihr sagt, okay, es reicht mir, schaltet ihr wieder Ab-An und der Wert ist gespeichert. Möchtet ihr nicht jedes Mal am Wandschalter rummachen, um die Helligkeit zu regeln, gibt es die Luna-X-Serie. Das funktioniert mit einem ganz normalen Drehdimmer oder Taschdimmer an der Wand. Wenn ihr irgendwas Besonderes wollt, DALI oder 1 bis 10 Volt, könnt ihr uns das kurz mitteilen. Dann machen wir euch ein passendes Angebot, weil dann gibt es diese Konverter auch in andere Dimmfunktionen. So, was ihr hier gut sehen könnt, warum die Luna-Serie so beliebt ist: Die hat im Prinzip wechselbare LED-Module. Das heißt, ihr könnt die hier ganz einfach rausziehen und könnt dann diese Teile im Defektfall wechseln. Wobei ich sage mal, wenn was ist, ist meistens der Trafo und der ist ganz easy selbstständig zu wechseln. So, die Luna-Serie gibt es in 3 Farbtemperaturen. Das ist 2700 Kelvin extra warmes Licht, 3000 Kelvin warmes Licht oder 4000 Kelvin neutrales oder kaltweißes Licht. Wird mehr im Office oder im Gewerbe eingesetzt. Die Luna gibt es in 40, 50, 60 oder 78 cm Durchmesser. Und das Schöne ist, die Luna ist halt relativ flach. Das heißt, wir haben hier noch eine 10 cm Rahmenhöhe. Liegt auch daran, weil ich in unterdrunter eine vollflächige LED-Platine-Serie bestückt habe. Und dadurch brauche ich eine relativ geringe Aufbauserie. Mir setzen die Leute sehr gern im Wohnraum ein, das heißt Schlafzimmer, Wohnzimmer, haben es auch schon in der Küche eingesetzt, natürlich passen auch mit den Einbauprahler oder auch im Gewerbe, wenn ihr zum Beispiel eine Gastronomie habt etc., gibt es hier auch als Hängeleuchte. Und wenn ihr Fragen habt oder braucht irgendwie eine Beratung, dann schreibt uns, ruft uns an, wir sind euer Fachhandel im Netz. Licht raus. Bis dann, macht's gut, schreibt mir eine Nachricht, ciao.